Ja, willkommen zurück zu Heinrich von ja von Rathei. Heinrich von Rathei. Wir haben oder wir sind mit der ne, eins höher. Wir sind im Fall des Geldfälschens sehr weit gekommen, würde ich sagen, und wir erstatten jetzt Herr Ratzig Bericht darüber und bin gespannt, was für weitere Aufgaben uns erwarten. Okay, es ist Pfeffer. Wo ist Herr Ratzig? Wo ist er denn? Liegt er weiter? Hallo? Hä? Wie ist das Klo? Weiter unten. Doch eins unten. Ah, hier kommt er. Oh Gott. Herr Ratzig! Entschuldigen Sie, Herr Ratzig! Was hast du herausgefunden? Alles Mögliche. Ein Fremder namens Eric steckt hinter dem Fälscherring und irgendein Hochrangiger im Kloster. Im Kloster? Tatsächlich? Das hat Jacek behauptet. Dann ist es schlimmer als befürchtet. Wenn das wahr ist, müssen wir äußerst Ich vorsichtig sag ja das Kloster eh. sein. Weshalb? Können wir uns nicht einfach im Kloster umsehen? Nein. Wenn die Kirche damit zu tun hat, steht es nicht in meiner Macht. Was ist denn da los, eh? Denken Sie, Sie können sich hier alles erlauben, aber es ist ein Verbrecher. Hole Rapota im Lager ein. Ja, ich weiß, Aufgabe für Gestalt, aber. Aufgabe fehlgeschlagen halt. Unter Feinden Quest begonnen. Was wirst du tun? Aber er ist ein Verbrecher. Oh Gott. Finde heraus, wo sich die Presse in Sassau treffen. Frage den Vogt nach von Sassau. Oh Gott. Ich sage ja, die Stadt Sassau und dieses verdammte Kloster, ey. Das ist ja alles. Die haben doch alle Dreck am Stecken, ey. So. Aber wenn jemand im Kloster Verbrechen gegen die Krone verübt, ist es ein natürlich. Verbrechen. Und wieso verhafte ich Sigismund von Luxemburg nicht auch gleich, wenn ich schon dabei bin? Er ist auch ein Verbrecher. Ich muss nachdenken. Das ist eine vertrackte Angelegenheit. Ich habe gerade verkackte Und ich gelesen. muss mich mit Herrn Hanusch beraten. Was ist mit diesem Erik? Wer ist er? Das weiß ich nicht. Aber er heuert Männer in Sasau an und stellt eine Armee auf. Verdammt! Pribyslawitz war also nicht das Ende der Geschichte. Höchstwahrscheinlich nicht, Herr. Noch dazu ist Herr Jeschek davon überzeugt, dass Erik nur ein Mittelsmann ist und jemand anderes die Fäden zieht. Du solltest nach Sasau zurückkehren und das genauer untersuchen. Absolut. Wenn Sie einen Angriff planen, müssen wir diesmal früher davon erfahren. Das Ich ist korrekt. bezweifle, dass es so einfach ist. Herr Jeschek kennt die Presser nicht und weiß nicht, wo sie zu finden sind. Du musst das irgendwie hinbekommen, Junge. Erzähl mir nicht, hier versammelt sich eine Horde Bewaffneter und niemand weiß davon. Ich kenne den Sasauer Müller. Ich stieß in der Kranken auf einen zwielichtigen Gesellen. Hä? Wer denn? Hä? Zwielichtigen Gesellen? Wen denn? Aber ich glaube nicht, dass der Bruder Nikodemius mit dem Ganzen was zu tun hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Der hat ja auch in Meroyet geholfen. Das hoffe ich und glaube ich einfach nicht. So. Okay, Ich kenne Simon, den Müller aus Sasau. Na bitte. Müller wissen gewöhnlich immer, was sich in der Gegend abspielt. Geh und sprich mit ihm. okay. Aber sei vorsichtig, Heinrich. Und vermeide es, meinen Namen zu nennen. Das zöge nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf Alles mich. klar, okay, Die wir. Presser sollen dich für einen gewöhnlichen Dorfjungen halten, den sie anwerben können. Okay. Verstanden, Herr. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß, ich verlange viel, aber ich wüsste niemanden, der besser für dieses Unterfangen geeignet wäre. Ja, wir sind halt Profi, ne? Ich versprach Jeschek, dass er sich mit dir einigen könnte, wie du befiehlst. Herr, da wäre noch eine Sache. Herr Jeschek kam freiwillig mit, da ich ihm ein Entgegenkommen deinerseits versprochen habe. Junge, Junge, du machst Versprechungen in meinem Namen? Das könnte böse für uns beide enden. Aber wenn sich dadurch ein Blutbad vermeiden lässt, warum zum Teufel nicht? Vielleicht werden wir uns hier einig. Aber ich kann nicht versprechen, was aus ihm werden wird. Du gehst jetzt besser. Alles klar. Wie du befiehlst, Herr. So. Speichermodus. Questlog. Oh Gott, wir haben jetzt wieder neue Aufgaben. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob es grundsätzlich auch keine neuen Nebenquests irgendwo gibt, die aufgeploppt sind.
Hier nix. Nein. Tallenberg ist auch alles ruhig. Okay. Ja, dieses Kloster, ich sag's ja immer wieder, dieses verdammte Kloster. Was ist hier? Ah, genau, ich spreche mit dem Müller. Okay, und wir dürfen Herr Ratzigs Namen nicht verwenden. Das werden wir auch berücksichtigen. Frage Thomas, den zwielichtigen Verwundeten in der Krankenstube. Okay. Frage den Vogt und befrage den Wirt. Okay, wir werden nach Sassau gehen. So. Wir werden, glaube ich, erstmal mit dem Müller quatschen. Mit dem sind wir eigentlich ganz gut. Weil für die Müller haben wir schließlich einiges schon an Aufgaben erfüllt. Ja, und die können uns auch mal gerne auch was uns zurückgeben, ja. So sieht's aus. Bam, 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 bam. Ja, ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht leere Versprechungen mache auf dem Namen von Herr Ratzig. Sonst wird er noch ungehalten gegenüber von uns. Aber ich versuche, das Richtige zu tun. Aber auch wenn man glaubt, das Richtige zu tun, kann es auch doch falsch sein. Ne? Also es ist irgendwie alles sehr philosophisch. Ach, keine Ahnung. Was ich da schon wieder erzähle. Leider kann ich die Schnellreise hier nicht abbrechen. Das würde uns einiges erleichtern. Ja, aber ich sage, wie oft wir jetzt für diese Quest in dieser Stadt waren oder in diesem Dorf, ja. Für die Hauptquest, ja. Weil hier nur Scheiße läuft, ja. Die ganze Zeit hier in diesem ganzen Dorf. Unglaublich, unglaublich. Du, 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 du. So, hier sind wir. Hier ist der Vogt. Wenn wir schon dabei sind. Gelobt sei Jesus Christus. Hallo. Ich hätte ein paar Fragen an dich, Vogt, wenn es dich nicht stört. Gab es hier in letzter Zeit Ärger? Und was geht dich das an? Gab es Beschwerden? Wer hat dich geschickt? Niemand hat sich beschwert, obwohl ich neugierig wäre, wie du darauf kommst. Herr Ratze schickt mich. Oh, wieso sagst du das? Würden zwielichtige Gestalten ihr Unwesen treiben. Verzeih mir, aber was zum Deibel kümmert das Herrn Ratzig? Und ich höre dasselbe von Herrn Sebastian, dessen Nase hat in dieser Sache auch nichts verloren. Okay, was zur Hölle? Herr Sebastian, hier müssen sich einige Fremde aufhalten. Es heißt, hier werden Räuber angeworben. Aber wer ist der Herr Sebastian? Wer ist das? Sebastian Baron vom Berg. Da. Unter dem Kirchenrecht und soll uns gegen die Unruhen im Land schützen. Wieso soll er sich um die Stadt kümmern? Dafür ist er doch gar nicht zuständig, oder? Wohl wahr. Ich bin ist, die Stadt ist das nicht der sagt er mir, der Fuzzi, für den Ulrich gearbeitet hat? Alle klar, schrei mich nicht auch an. Ihr habt ein Gasthaus und die Reitwege führen hier durch. Gewiss suchen viele Reisende Arbeit und ein paar von ihnen haben sicher das Herz eines Gauners. Wohl wahr. Ein, zwei Tumulte gab es schon. War ein schönes Stück Arbeit, die Ordnung wiederherzustellen. Hat sich so etwas in letzter Zeit ereignet? Nein, es war ruhig in letzter Zeit. Aber lass mich nachdenken. Kann mich an nichts dergleichen erinnern. Okay. Sucht niemand Arbeit als Geleitschutz oder etwas Ähnlichem? Von der Sorte gibt es immer welche. Aber wenn sie nichts finden, ziehen sie weiter. Alles klar, mir kam zu Ohren, in Sassau gingen Presser um. Wenn sie Ärger machen, könnten sich die Leute beschweren.
Denkst du, ich bliebe untätig, wenn Leute sich bei mir beschweren würden? Unsinn! Der alte Ledermann ist der Einzige, der sich beklagt. Bei dem schenke ich keine Beachtung. Und worüber beklagt sich dieser Ledermann? Ledermann ist unser Gerber und wohnt beim Steinbruch, wo sich ein paar Jungspunde gern raufen. Sie schlagen sich dort und dich kümmert das nicht? Wieso sollte mich das kümmern? Besser dort als in der Schenke. Immerhin zerlegen sie dort nichts außer einander. Und ein paar meiner Männer gehen manchmal hoch und haben ein Auge darauf. Alles klar, sprich mit dem Sasauer Gerber. Vielen Dank, Dank fürs Gespräch. Möge Gott über dich wachen. Möge das Licht mit dir sein. So. Okay, du kommst auch raus. So, ich werde jetzt mit dem Müller quatschen. Peppels. Oh nein, mein Bildschirm. Ah! So, nicht denn beim Modus gehen. So. Erstmal. Wäre ja blöd, wenn ich gleich nichts mehr sehen würde. Ja. So, auf geht's, ab geht's zum Müller. Wieso aber Heinrich sagt... Ah, Herr Ratzi, schick mich. Ja, Heinrich, bitte erwähne nicht meinen Namen. Ja, aber Herr Ratzi, schick mich. So ein Volltrottel, Heinrich, manchmal. Lang ich mir an den Kopf wegen dir. So. Also, das, die Leute hier, ja, bin ich echt wirklich gespannt, was hier noch abgehen wird. Was ich oder wir herausfinden werden jetzt über diese ganze Situation. Wahnsinn, ey. So, wir dürfen gleich da sein. Mal Peppels ein bisschen wieder zur Ruhe kommen lassen. Ja. So. Da sind wir dann schon. Huch, Herr Müller? Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ich weiß. Hast du von Leuten gehört, die in Sasau Männer anheuern? Ja. Und? Wo finde ich sie? Kann sie mit mir sprechen? Und was willst du von denen? Och. Scheiß drauf. Spitz die Ohren. Morgen Nacht wird in der Sasauer Kirche ein Licht brennen und die Tür offen stehen. Geh hinein und bete das Vaterunser. Und wie bringt mich das in dieser Sache weiter? Dafür ist das Gebet da. Warte einfach, bis nachts Licht in der Kirche brennt und knie dich vor den Altar. Sie werden dich dann schon sehen. Verstehe. Danke für deine Hilfe. Der Herr wird es dir vergelten. Alles klar. Okay, wir müssen in die Kirche. Also wir haben jetzt zumindest schon herausgefunden, wo sie sich treffen, in der Kirche, und wir sollen das Vaterunser beten, oder was ist hier los? Speichermode. Wir haben aber jetzt, begib dich zum Treffpunkt der Presse und finde heraus, wo sich ihr Lager befindet. Sprich mit dem Sasau Gerber. Oh nein! Okay, okay, ich hätte sozusagen mit dem Sasauer Gerber oder mit Simon Müller sprechen können. Also ich habe mich jetzt für Simon Müller natürlich entschieden. Unser Müller des Vertrauens. Questlog. Hauptquest. Befrage Thomas den zwielichtigen Verwundeten in der Krankenstube. Den werden wir auch nochmal bequatschen und dann werden wir uns des Nachts treffen. Ja. In der Kirche und das Vaterunser beten. Oh Gott, ob ich das noch kann.
La la la. Guten Tag, hallo. Dieses Kloster eben. Bam bam bara bam bam dam dam da dam da dam da dam da dam bam bara bam. Ja, dass die nur Brücken an bestimmten Stellen bauen, ja. Das ist so. Ist auf der Seite hätte sich auch schon mal eine Brücke gelohnt, Richtung rüber zum Kloster. Naja, so reiten wir noch ein bisschen mit Pebbles. Achso, ich müsste ja auch mal meine Sachen gucken, ob wir da noch irgendwas reparieren können. Ich glaube, das Schwert müsste ja repariert werden. Das war ja, glaube ich, bei 61 Haltbarkeit. Verdächtige Kranke in der Krankenstube. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, welcher das war. Oder war das der Minenarbeiter, dem wir geholfen haben? I don't know. Wie sieht's denn aus? Ja. Direkt erstmal wieder schnabulieren. Hier, oder was? Was willst du? Wie geht's? Fühlst du dich besser? Ja, viel besser. Bin echt dankbar. Ein bisschen noch und ich kann zurück in die Wälder und... sehr nett von dir, dass du nach mir siehst. Ehrlich gesagt bin ich nicht nur deshalb gekommen. Was brauchst du? Ein Vögelchen zwitscherte mir, es gäbe Arbeit für harte Kerle, die auf Silber aus sind. Ah, ich glaube, ich kann dir weiterhelfen. Sie gingen einst ins Wirtshaus, treffen sich nun aber in der Kirche. In der Kirche? So ist es. Die ist nachts zugesperrt, aber wenn du ein Licht siehst, steht die Tür offen. Geh rein und sprich ein Gebet oder so, und du wirst schon sehen. Das ist alles? Ich muss mit niemandem sprechen? Zu tun, was ich gesagt habe, genügt. Die nehmen dich in Augenschein und sehen sich an, ob du die Eier dafür hast. Mach dir keine Sorgen. Na gut, alles danke. Klar. Wir haben die Eier. Eine Hand wäscht die andere, nicht? Lass Stimmt. Mich nächstes Mal schlafen. Das war der Fuzzi hier mit seinem gebrochenen Bein, glaube ich. Kann das sein? Da frage ich mich. Aber das würde mich jetzt wirklich interessieren. Was wäre, wenn? Ja, wenn ich denen hier nicht geholfen hätte, die nicht das Bein geheilt hätte, ob dann dadurch, wenn wir auf diesen Questzeit gestoßen sind, dann gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, mit ihm überhaupt zu reden. Versteht ihr? Das wäre interessant. Aber dazu müsste ich theoretisch das Spiel nochmal spielen. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie viel Spielzeit ich schon habe. Also wir sind bei Folge... Boah, bei welcher Folge sind wir mittlerweile? 196 oder 97? 197? Also wir haben fast die 200 geknackt auf jeden Fall. Nicht mehr lang. So, hier, ihr gehört alle hier zum Verbund hier. Vor allem der Alte hier, dieser Mönch, ey. Ja. So, ich werde mal kurz zum Schmied gehen. Mal meine Sachen hier reparieren lassen. Hallo? Gott sei mit dir. Hallo, kann ich bei dir reparieren? Nein. Wo ist denn der Schmied?
Wo ist denn der Schmied, wenn man den mal braucht? Dann gehe ich halt rüber. Hat etwa Mittagspause oder was? Würde sogar passen. So. Gut, dann müssen wir halt warten, bis es Nacht oder dunkel wird. Und zur Kirche. Da ist das Spiel gerade, oder? Ja. Da lief er gerade lang. So. Gott sei mit dir. Servus. So, die Sachen reparieren wir mal. Oh, aber das falsche ich aber mal runter hier. Es ist immer so teuer bei dem, habe ich das Gefühl. Nun, versuchen wir es. So viel? Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Geht doch. So, das haben wir. Ah, kann ich denn jetzt auch bei ihm Sachen veräußern? Ja, das können wir weg. Den Wildschweinhauer können wir weg. Okay, die Bücher und so weiter, die werde ich bei der Apotheke oder so veräußern. Oh. Das Brot müssen wir mal langsamer essen. Verdammt, wir sind satt. Hier war ja nichts. Ah, den Silberring. Den können wir weg. Hatten wir hier was mitgenommen? Nee, nur Pfeile, die wir aber selber gut gebrauchen können. So, da geht doch noch was, wa? Sprechen wir den Preis. Ist gut. Ist das genug? So, erstmal 80 Gold ausgegeben und jetzt 85 wieder einnehmen. Haben wir zumindest plus gemacht, ne? Du ziehst mir hier die Haut ab. Echt mal, du ziehst mir die Haut ab. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Alter. Ist doch nicht so. Ja, Geizhals. Das sollte passen. Sagte sie. So. Schon mal vorbereitende Maßnahmen tätigen. Upsala. Okay. Gehen wir nochmal zum Schneider. So, wie viel Uhr haben wir es denn? 13 Uhr. Dann werden wir warten, bis es dunkel wird. Und werden dann des Nachts ein Gebet sprechen in der Kirche. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ja. Temperatur. Okay, das brauchen wir nicht falschen. Ich hasste. Okay, vorbereitet sind wir. Okay. Haben wir denn sonst noch was im Questlog zu stehen, was wir noch tun können würden? Haben wir noch hier irgendwas offen? Trinkfestigkeit. Oh Gott. Trinkgewohnheit unter dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände 25% weniger und deine Fertigkeit im Bogen ist um 2 Punkte erhöht. Im nüchternen Zustand zittern deine Hände jedoch um 25% mehr. Oh Gott, also
dauerbesoffen oder was? Du wirst von 50% weniger Alkohol betrunken und verprasst somit weniger deines hart verdienten Geldes. Zudem hält dein Kater am nächsten Tag nur halb so lange. Bedenke jedoch, dass schnell betrunken zu werden sowohl positive als auch negative Auswirkungen hat. Okay. Lose. Wenn du betrunken bist, erhältst du einen Bonus von 50% auf Redekunst und Charisma. Bist du verkatert, sinken die Werte jedoch um 50%. Die positive Wirkung von Alkohol hält doppelt so lange an, wenn du dich nicht bis zur Besinnungslosigkeit besäufst. Erlebst du deinen Rausch ohne negative Begleiterscheinungen. Achso, sobald du jedoch wieder nüchtern bist, hält dein Kater doppelt so lange an. Okay. Das ist nett. Das ist die Frage, wann saufen wir mal, aber mal gucken. Hier, Stärke können wir auch noch was machen. Für unsere Messer, wir brauchen aber 10% mehr Ausdauer, gilt nur für Waffen, die auf Stärke basieren. Beim Spunden anderes, die Auswirkungen sind stärker, wenn drin ist Schwere. Leichen oder bewusstlos verbrauchen keine Ausdauer, zudem verlangsamt sich das Tragen nur halb so stark. Okay, das nehmen wir natürlich. Zack. Achso, Questlog wollte ich ja eigentlich gucken. Bam, bam, bam. So, Befrage Müller Simon haben wir. Begib dich zum Treffpunkt. So. Totengräber. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Bist du der Schinder? Was? Welcher Schinder? Dann viel Glück. Was hast du hier zu schaffen? Oh, jetzt dachte ich aber. Ich kann in deinen Hals gucken. Und, ja. Er ist ganz schön hohl. Okay, dann würde ich sagen, ich werde hier jetzt mal bis des Nachts warten. Und in der nächsten Folge werden wir dann ein Gebet sprechen in der Kirche. Bis dahin erstmal. Ciao.